Okay, wir reagieren jetzt auf einen Künstler, auf den ich zuvor noch nie reagiert habe, aber das hatte ich mir auf jeden Fall vorgenommen und jetzt habe ich gerade aus Zufall gesehen, dass er released hat letzte Nacht und ihr habt auch gerade schon ein paar Mal reingeschrieben den Namen. Ich weiß tatsächlich nicht, wie man den Namen ausspricht. Ich glaube Silla, also Silla, irgendwie so, ich weiß es nicht. Den hier, Silla, sage ich einfach mal. Wer will es wissen? Ich habe viele bei ihm gehört. Viele feiern ihn momentan. Und ich glaube, das ist ein kompletter Straßenrapper. Und deswegen, glaube ich, sehr interessant einfach für uns, weil ihr wisst, ich feiere das. Und ich glaube, viele von euch feiert das auch. Videoproduzent wie Kolja. Stimmt, Monster Media ist mir gerade schon... Also, Monster Media sagt mir auf jeden Fall was, aber ich wusste jetzt nicht, dass sie auch von Kolja sind. Okay, wir gucken mal. Ich bin gespannt, wie reagieren, wie gesagt, das erste Mal auf ihn. Ich glaube, wie Pistole auf Türkisch, Silla. Ja, ich glaube auch. Könnte gut sein. Aber macht man diese Buchstaben nicht im Arabischen erst? Zum Beispiel der Suna hat es ja gemacht bei dem Album Mille. Da hast du ja Mille und dann die 7. Und ich glaube, diese 7 gilt dann als H, oder? Ja, ne, Mille. So mäßig. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Klärt mich auf in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob das dann auch so irgendwie in Buchstaben ersetzen soll auf irgendeiner anderen Sprache. Keine Ahnung, Bro. Komm, let's go. Ah. Voila, ich bin so gut, ne? Ich bin so krass, Digga. Ich bin so krass. Es ist wirklich ein Buchstabe. Okay, unser Bruder Ivo hat hier auf jeden Fall viel zu zensieren, Bruder. Viel Spaß beim Schneiden. Meine Zukunft liegt zwischen 100 Heißkisten und Spotify-Listen. Boah, meine Zukunft fällt zwischen und Spotify-Listen. Boah! Wer will es wissen? Für die Hattesippi, sag mir, wer will es wissen? Meine Zukunft liegt zwischen 100 Heißkisten und Spotify-Listen. Sag mir, wer will es wissen? Für die Hattesippi, sag mir, wer will es wissen? Mabea, Geschäftstreffen, Nobu, Restaurant, Essen. Außer meinem Partner und mir kann hier keiner Deutsch sprechen. Hier geht's um Dealen auf anderem Niveau. Jeder fängt mal kleiner, nicht schlimm, auch früher auf Go. So viel Stress, ich glaub, dass fast mein Kopf platzt. Ich die Kunden höher fliegen als Helikopter. Boah, Bruder, fast mein Kopf platzt. Helikopter, also Bruder, ich muss wirklich sagen, guck mal, wie der das ausspricht erstmal. So viel Stress, ich glaub, dass fast mein Kopf platzt. Ich die Kunden. Walla, fast mein Kopf platzt. Walla, spricht er geil aus. Höher fliegen als Helikopter. Er hat auch so ein bisschen so eine nasale Stimme, ähnlich wie AK außer Kontrolle, ne? Aber trotzdem eigen. Cool, Walla, er kommt sehr, sehr authentisch rüber und auch aufgrund dessen, wie er sich gibt mit dieser Maske und so, mit diesen Waffen und so, sehr authentisch, auch so was er sagt, so. Mein Partner und ich sind die einzigen, die Deutsch sprechen und so. Er kommt wirklich übertrieben authentisch und real rüber. Feier, ich komm geil. Hier geht's um Dealen auf anderem Niveau. Jeder fängt mal kleiner, nicht schlimm, auch früher auf Go. So viel Stress, ich glaub, dass fast mein Kopf platzt. Ich die Kunden höher fliegen als Helikopter. Genug Gras für eine Fußballmannschaft. In 2 Wochen wird eine 500.000 Umsatz gemacht. Damals wollte ich in den Tag leben und machte mit 10 Gramm Beutel einen Parknete. Heute press ich nur noch Parkete. Wenn du Hilfe nötig hast, kann ich dir was geben. Immer. Boah, geiles Video auch, ne? Der Übergang war geil. Doch draußen und nicht im Bau. Schmeiß 10 Kilo in dein Kofferraum. Das, was der Richter verdient, mach ich locker. Auch der Unterschied ist nur, dass ich nicht mal eine Woche brauche. Walla, Ivo, theoretisch kannst du die ganze Zeit Zoom auf mich lassen. Ja, ne, also das Video, oder wann will der B eigentlich mal was Illegales im Video zeigen? Ja, ne? Da verdient, mach ich locker. Auch der Unterschied ist nur, dass ich nicht mal eine Woche brauche. Meine Zukunft liegt zwischen 100 Heißkisten und Spotify-Listen. Walla, der Ivo, der hat schon gar keinen Bock mehr, dieses Musikvideo zu cutten, also dieses Video hier zu cutten, Alter. Sag mir, wer will es wissen? Für die Hattesippi, sag mir, wer will es wissen? Meine Zukunft liegt zwischen 100 Heißkisten und Spotify-Listen. Sag mir, wer will es wissen? Für die Hattesippi, sag mir, wer will es wissen? Ich muss Preise mit Retanos verhandeln, die besten Hey-Sorten grown unter der Lampe. Deutsche Rapper sind nur Gangster-Attrappen, jeder hat einen Zuhälter wie im Bahnhof. Ich war schon immer Straße, was du Pisser. Mach dich nachts weg, das passiert, wenn Vögel zwitschern. Für die Hattesippi, ich bin immer gut versichert. Alle Hurensöhne rennen, weil sie vor der Kugel zittern. Ey, der Bruder kommt so authentisch, so real rüber, ne? Finde ich feier das. Ich feier das voll. Image ist da. Walla, voll Image hat er. Das ist krass. Kein
Tijana, du Zeitarbeiter, beißt im Lager auf Granit. Jeder weiß, wen ich mein, du bist ein Blender, kein Bandit. Jano gibt Chillen im Hotel-Apartment. Sag dein Label-Boss, ich lach über die Designanfrage. Und wenn ich ehrlich bin, weiß ich selbst nicht, wann ich fertig bin. Das, was ein Rapper verdient bei einem Live-Auftritt, mach ich an einem Kunden, wenn er meine Sache nimmt. Meine Zukunft liegt zwischen 100 Hexkisten und Spotify-Listen. Sag mir, wer will es wissen? Für dich der Sippi, sag mir, wer will es wissen? Meine Zukunft liegt zwischen 100 Heißkisten und Spotify-Listen. Sag mir, wer will es wissen? Für dich der Sippi, sag mir, wer will es wissen? Geil. Auch cool. Walla, hab ich gefeiert. Also feier ich. Walla, sehr cool. Er ist einfach der politisch korrekteste Rapper aller Zeiten. Der werbefreundlichste.